Sehr geehrte Damen und Herren, in der dritten abschließenden Debatte zur künftigen Ausrichtung der Organspende möchte ich über das sprechen, was im englischsprachigen Raum Elephant in the Room genannt wird. Hier sozusagen der Elefant im Plenarsaal. Also das, was das Thema eigentlich bestimmt, worüber wir aber ungern sprechen, weil es bequemer ist, es zu verdrängen, den Tod. Damit meine ich nicht die Frage, ob der Hirntod der Tod ist. Diese wissenschaftliche Tatsache wird von allen vorliegenden Anträgen anerkannt. Sondern ich meine die Belastung der Organspendedebatte mit dem größten vorstellbaren Tabuthema unserer Sterblichkeit. Zivilisation begann mit der Bestattung der Leichname unserer Angehörigen. Es ist ein fester Bestandteil unserer Kultur, dass wir Abschied nehmen wollen von dem Menschen, der uns verlässt. Und es schmerzt uns, wenn dem auch toten Körper eines Angehörigen oder Freundes Schaden zugefügt wird. Diese Werte sind eine feste Grundlage unserer Gesellschaft und es fällt schwer, sie verletzt zu sehen. Doch seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist klar, jeder Mensch kann dafür sorgen, dass mit seinem Tod andere Menschenleben gerettet werden. Zu Lebzeiten ist dies den wenigsten Menschen vergönnt. Heute aber kann man es als Erbe hinterlassen. Statistisch 3 Leben von Menschen zu retten, die gemeinsam mit ihren Angehörigen und Freunden in tagtäglicher Anspannung teilweise über Jahre darauf hoffen. Seit Bestehen der Transplantationsmedizin ist Folgendes gegeneinander abzuwägen. Die Unverletzlichkeit eines Leichnams, den wir begraben, mit dem höchsten Gut, ein Leben, das gerettet werden kann. Jeder Mensch hat diese Abwägung für sich und seinen Körper zu treffen. Auch daran will keiner der vorliegenden Gesetzentwürfe etwas ändern. Wovon jedoch die Widerspruchsregelung ausgeht, dass der Wert des zu rettenden Lebens in unserer Gesellschaft so hoch ist, dass, solange der Widerspruch in jedem Einzelfall respektiert wird, von einer Zustimmung ausgegangen werden kann, ja sogar muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist alles, worum es geht. Was diese einfache Frage der Abwägung jedoch kompliziert macht, ist die Überschattung mit dem Thema, über das wir ungern sprechen, dem Tod. Dadurch, dass wir nicht über ihn sprechen, dass wir ihn ignorieren, helfen uns nur die althergebrachten Wertesysteme, ihn ertragen zu können. Das, was uns jahrhundertelang begleitet hat, das verstehe ich gut. Doch spätestens seit um uns herum fast ganz Europa den Schritt zur Widerspruchsregelung gegangen ist, alles christliche Nationen, alles unsere Wertegemeinschaft, muss Deutschland die Frage gestellt werden, ob man sich weiterhin in diese Verdrängung zurückziehen kann. Ob wir Schicksale wie das von Marius Schäfer weiterhin ertragen wollen. Marius ist heute hier auf der Tribüne mit seinem Vater. Er hat als 11-Jähriger vor 8 Jahren im Gegensatz zu den vielen Wartenden eine Spende erhalten. Allerdings war es die erste Lebensspende einer Lunge in Deutschland. Beide Eltern haben einen Teil von ihrer Lunge abgeben müssen, um ihm das Leben bis heute jeden einzelnen kostbaren Tag zu schenken. Solch ein Schritt ist bei uns zuvor noch nie gewagt worden. Er gefährdet nämlich 3 Betroffene. Doch waren Marius' Zustand und seine Werte so schlecht, dass sich die mutigen Ärzte in Hannover in letzter Minute dazu durchringen mussten. Denn in Deutschland gab es kein Organ für Marius. Er steht stellvertretend für so viele Patientinnen und Patienten, die uns in den vergangenen Wochen angeschrieben haben. Wenn wir heute die Entscheidung über die künftige Ausgestaltung der Organspende treffen, entscheiden wir darüber, was uns wichtiger ist. Mit minimalen Veränderungen keine spürbare Wirkung auf ihr Schicksal zu entfalten und uns einzureden, dass das etwas mit solidarischen Werten zu tun hat. Oder ihnen Hoffnung zu geben mit einer tatsächlichen Veränderung, die nahezu alle unsere europäischen Partner bereits vollzogen haben. Wollen wir das? Die Zahlen sagen ja. Die Fachleute, auch die DSO, sagen ja. Die Mehrheit der Deutschen sagt ja. Die Patienten hoffen inständig ja. Ich bitte Sie, gehen Sie diesen Schritt. Die Widerspruchsregelung respektiert die Entscheidung jeder Einzelnen und jedes Einzelnen, ebenso wie die anderen Entwürfe. Doch nur bei ihr hat das zu rettende Leben den Stellenwert, der unserer Gesellschaft gut tut.